Ja, also wir fahren jetzt erstmal zur GLS-Bank und dann hören wir uns dort von einer der Betroffenen an, so allgemein jetzt was gerade zur Wirtschaftslage, so wie ich das richtig verstanden hatte, und zu Renditen, richtige Anlage, Nachhaltigkeit gerade, was das angeht und so. Also ich muss ganz sagen, so ganz genau weiß ich es nicht, also wenn ihr mich danach nochmal fragt, dann glaube ich, habt ihr da ein bisschen mehr. Die GLS-Bank ist die erste sozial-ökologische, die erste nachhaltige Universalbank der Welt. Das heißt also, wir bieten im Grunde die gesamte Hausbankpalette an, mit dem Unterschied, dass wir unsere Kredite, die wir vergeben, eben in nachhaltigen Branchen vergeben. Ja, Nachhaltigkeit ist ja ein sehr inflationär gebrauchter Begriff mittlerweile. Und wir fassen den im Sinne der sogenannten Triple Bottom Line auf. Das heißt also, diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, der sozialen, der ökologischen Nachhaltigkeit und natürlich nicht zu vergessen der ökonomischen Nachhaltigkeit. Und in der GLS-Bank bedeutet das aber auch eine Priorisierung. Das heißt, bei uns steht an allererster Stelle die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. An zweiter Stelle dann diese Bedürfnisse Bedürfnisbefriedigung zu erfüllen, indem die Natur bewahrt und weiterentwickelt wird. Und als Ergebnis dieser Tätigkeit erwirtschaften wir dann Gewinn. Aber dieser Gewinn ist nicht das Ziel unserer Arbeit. Geld ist, wenn man es zielgerichtet einsetzt, ein Gestaltungsmittel und kann zu einem nachhaltigen Gestaltungsmittel der Gesellschaft werden, indem man es eben bewusst investiert und auch weiß, in was man investiert und sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Wir alle tragen eine Verantwortung, nicht nur unserem Nächsten gegenüber, dem wir heute begegnen, sondern auch unseren Kindern und Kindeskindern. Und insofern wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der wir bewusst durchs Leben gehen und auch über unsere Entscheidungen nachdenken und die reflektieren. Ja, jetzt vom frühen Aufstehen her einmal abgesehen, fand ich es einen sehr interessanten Tag. Wir waren heute, wie gesagt, in der GLS-Bank und hatten uns dort mit einer Frau unterhalten, die uns das ganze Prinzip der GLS-Bank und so dieses nachhaltige Denken auch genauer erläutert hat. Also es ist eben so das Prinzip, dass oftmals so die Anleger ja gar nicht wissen, was mit ihrem Geld passiert und einfach gerade auch mit dieser Wirtschaftskrise sich viele Leute fragen, wo geht jetzt eigentlich mein Geld hin? Und bei der GLS, wenn man allein nur ein Girokonto anlegt, irgendwie ein Sparbuch oder Sparvertrag, kann man sich genau entscheiden, in welchen grünen Bereich man sozusagen sein Geld anlegen will. Ob es jetzt nun irgendwie die Bildung ist, mehr so einen kleinen Bioladen unterstützen will, so in diese Bioschiene so. Und es war eigentlich ganz interessant, einfach mal zu hören, so wie das auf so eine Art und Weise funktioniert und dass es nicht nur eben darauf ausgelegt ist, sag ich mal, den Profit, eine gute Rendite rauszukriegen, sondern da auch noch ein bisschen mehr hintersteckt als nur dieses normale Bankwesen, was man sonst so kennt. Ja, wir sind heute in der Uni Wittenherdecke angekommen und jetzt läuft hier gerade die ganze Woche so eine Summer School mit so verschiedenen Programmpunkten, wo man dann so einen Einblick drin gewinnen kann, wie das hier als Student abläuft, so in die verschiedenen Teilbereiche
Und heute Abend wird hier auch noch eine kleine Theateraufführung stattfinden und die werden wir uns, denke ich, mal rangucken. Und ja, dann bin ich relativ gespannt, was morgen auf uns zukommt. Das ist auch noch so ein bisschen im Ungewissen.